willkommen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, trotz des spülheißen Wetters. Manch einer sitzt vielleicht lieber jetzt vor dem Ventilator zu Hause, sagt sich, ich gehe überhaupt nicht vor die Tür. Deshalb freue ich mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das finde ich wunderbar. Sie sind eingeladen worden zum Künstlergespräch mit Simone Lukas und Sven Krohner, geführt durch unsere Kuratorin Dr. Ute Bob-Schumacher. Und die Ausstellung wurde im März eröffnet und wir haben eine unheimlich positive, tolle Resonanz bisher auf die Ausstellung bekommen, die was wirklich Besonderes ist, dank Ihnen beiden. Es sind fantastische Gemälde, es passt unheimlich gut zusammen. Ich habe eben im Gespräch schon gesagt, man merkt, dass sie zusammenleben, aber jeder hat seinen ganz eigenen Stil. Und das ist so fantastisch, das miteinander zu sehen und sozusagen Ähnlichkeiten zu finden, Unterschiede zu finden und einfach eine wirklich ganz grandiose Ausstellung zu haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind, dass ich Sie auch endlich kennenlernen kann, weil ich nämlich zur Eröffnung damals nicht kommen konnte, als dieser eine Art Generalstreik war. Die Bahn fuhr nicht, die Flieger gingen nicht, es war angekündigt, die Autobahntunnels sind gesperrt. Also ich konnte einfach überhaupt, hatte keine Chance hierher zu kommen. Habe das sehr bedauert, weil das für mich immer sehr wichtig ist. Die Künstler, mit denen wir den Katalog vorbereitet haben, die Ausstellung lange geplant haben, da endlich auch kennenzulernen. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass ich das heute endlich machen kann. Und dann möchte ich noch begrüßen von der Stiftung Herrn Bermes und Herrn Kolumbeck. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und alle anderen sehr herzlich willkommen und ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude bei dem Gespräch mit den beiden Künstlern. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Simone Lukas, lieber Sven Krohner, ich begrüße Sie auch sehr herzlich zu der Ausstellung bei diesen schwülen Temperaturen. Das Mikrofon, Entschuldigung. Ich freue mich, dass wir in diesem Hauptsaal sitzen und weil viele von Ihnen nicht bei der Vernissage waren, wollte ich vorab noch ein paar Infos, die zwar auf dem Eingangsbereich stehen, noch mal kurz mitteilen. Die Ausstellung heißt ja Simulacrum und der Titel stammt von Simone Lukas. Und das bezeichnet ein ähnlich geartetes Ding oder Gegenstand. Und es hat aber auch zwei sehr wichtige Wortbestandteile. Zum einen simul gleich und simultan. Und beides hat auch mit den Werken zu tun. Aber ich fange mal mit gleich an. Also beides im Jahrgang 1973. Sie lernten sich kennen an der Düsseldorfer Kunstakademie. Bei Dieter Krieg, Professor Dieter Krieg, da darf ich auch gleich mal eine erste Frage stellen. Und Sven Krohner ist dann im Rheinland geblieben. Sie hatten dann nach dem Studium in einem großen Atelier gearbeitet am Rande von Düsseldorf. Und da konnten sie ja auch sehr groß arbeiten, Bilder nebeneinander stellen. Es gibt Bilder von diesem Atelier in unserem Katalog, aber auch in anderen. Und seit einigen Jahren arbeiten beide zu Hause in dem Atelier unterm Dachstuhl. Das hat damit dann auch geht einher, dass die Formate etwas kleiner werden, weil in einem engeren Treppenhaus kann man große Formate schlechter transportieren. Und sie werden aber auch gefüllter, aber dazu kommen wir auch noch. Und es gibt aber auch Unterschiede. Simone Lukas malt immer in Öl oder fast immer, ganz selten mal in Wischtechnik. Und Sie arbeiten immer in Acryl, auch mal vielleicht eine andere, aber weitgehend in Acryl. Und beide haben aber gemeinsam, dass Sie immer gegenständlich gearbeitet haben. Und das zieht sich durch. Und wir haben jetzt die ganz frühen Arbeiten nicht, das wollte ich noch vorausschicken. Also bei Sven Krohner sind das am Anfang 3 auf 4 Meter oder 2 auf 3 Meter breite Landschaften mit steilen Skihängen, mit Skimasten, Skipisten und Bergstationen. Und da gibt es ab und an, wie auch bei den Darstellungen des Baggersees, ja solche persönliche Noten. Da grüßt dann er mit seiner Freundin liegend am Baggersee oder am Rande eines Skihangs aus einer kleinen Kneipe oder der Pension Krohner, zum Teil dann auch mit 1 oder 2 Kindern. Und ich finde, der persönliche Bezug ist fast bei allen Bildern spürbar, selbst bei dieser Gewitterlandschaft, denn die ist das früheste Bild von Sven Krohner hier in der Ausstellung von 2020.
10. Und da sieht man diese vom Blitz erhellte Landschaft. Und die ist der Rhein zwischen Neuss und Düsseldorf. Und da leben sie. Also auch da der persönliche Bezug, vielleicht auch mit den Zelten, weil sie ja auch ab und zu mal gezeltet haben. Und auch bei Simone Lucas gibt es sehr oft den persönlichen Bezug, sei es, dass sie die Konterfeis ihrer Kinder in Bildern festhält, wie, oder hier ist ein Jüngling, der ist vielleicht inspiriert vom Sohn in der Pubertät. Und hier wandert er sich in eine andere Welt. Aber ich wollte zu den Anfängen zurück und wollte Sie fragen, wie war das Studium bei Professor Dieter Krieg, der eben sehr groß gemalt hat, den ich kenne von der Sammlung der Deutschen Mark Luxemburg, die ich auch seit vielen Jahren betreue. Da hängen große Bilder mit einer goldenen 7, aber ich weiß, er hat auch Zahnpasta gemalt, in so eine Tube oder eine Zahnbürste oder eben einen Putzeimer und Spiegeleier und Fritten, also banale Motive. Und er hat aber eine Riege sehr bedeutender Maler hervorgebracht, neben ihm zum Beispiel auch Cornelius Völker oder Matthias Meyer, der heute auch hier anwesend ist. Da wollte ich mal wissen, wie war es bei ihm zu studieren, welche Anregungen haben Sie beide da erhalten? Wirkt es heute noch nach oder ist es schon längst ad acta gelegt? Ja, also schwierig. Also ich fand sehr gut das Studium da und ich habe ihn sehr geschätzt. Ich muss nur irgendwie, es war damals so, diese 90er Jahre waren eigentlich so, dass man, also der Dieter Krieg war so ein Maler, der malte und fand das Malen gleichzeitig doof, ja, so ein bisschen, der hat sich also eigentlich, und das war so, eigentlich war das wie so ein bisschen, sehr eigentlich so schizophren, hat eigentlich die Malerei gemocht, aber gleichzeitig, wenn jetzt so einer der Schüler sich Mühe gab und dann hat er da eher so drüber gelächelt und meinte, ja, das ist also ein bisschen bürgerlich und sie wollen halt irgendwie ihr malerisches Händchen zeigen. Ja? Also man malte und fand es aber gleichzeitig doof. Es war immer so ein bisschen an der Kante. Ja? Und eigentlich war das auch die 90er, so eine Zeit, wo die Malerei eigentlich, die gab es in dieser Kunstwelt nicht so. Es gab ganz viele von diesen Fotografen, die ja zu hören sind, zu Kurski und Ruff und Thomas Struth und... Aber man hat da trotzdem gemalt in dieser Klasse, aber was so ein bisschen, ich heute darüber nachdenke, war so ein bisschen wahnsinnig, die Bilder mussten mal riesig sein. Ja. Die Bilder, es war erst gut, wenn es den Rahmen sprengte und wenn es so war, dass man sich auf keinen Fall über das Sofa hängen konnte. Ja. Weil man, das war eigentlich natürlich so ein bisschen verpönt, dass man etwas machte, was auf den, was man so verkaufen konnte. Ja. Also um seriös zu sein, musste es irgendwie eher schlecht gemalt sein und es sollte nicht gut aussehen. Ja. Das sehe ich jetzt von heutiger Sicht, sehe ich das ein bisschen kritisch, weil wir haben diese Bilder aus der Studienzeit, wir haben zusammen so eine Scheune auf dem Bauernhof, da stehen diese ganzen Bilder aus der Studienzeit, die sind auch alle gut, aber sie sind, sagen wir mal, die sind so gut zum Wegschmeißen, aber zu schlecht, um sie auszustellen. Und da habe ich in dieses Lager, habe ich mit meinem Sohn so ein Gerüst gebaut und meinte ihm so, meinte zu ihm so, ja, also wenn wir mal nicht mehr sehen, musst du dann den Nachlass kriegen. Und der Dieter Krieg hat natürlich, also ich bin jetzt manchmal ein bisschen sauer, weil wir die ganze Zeit Geld dafür zahlen für unser Werk aus der Studienzeit, weil das in dieser Scheune steht. Aber nichtsdestotrotz, er war ein Spitzenlehrer und man hat einfach, eigentlich man hat nicht malen gelernt, sondern man hat über die Möglichkeiten des Bildes nachgedacht. Ja. Also so, dass man natürlich auch Bilder machen kann, ohne in Anführungszeichen Aktzeichnen zu machen, sondern dass es eigentlich um eine Idee geht. Ja. Und das war spitze für mich. Ja. Und war ein sehr netter Mensch. Ich denke auch das Miteinander mit den anderen, die da studiert haben. Und waren Sie dann da jeden Tag vor Ort oder abends mehr? Haben Sie mehr abends gemalt? Oder? Ich war mehr so, ich bin immer in der Früh hin und habe den ganzen Tag gemalt. Okay. Aber wir haben auch so riesen Bilder gemalt, da konnten nicht alle gleichzeitig malen. Und wenn der eine gemalt hat, dann lag der, wir haben die Bilder mal auf dem Boden gemalt und die mussten dann trocknen und der zu spät kam, der malte halt nicht. Ja. Das war immer so ein Spruch, der zuerst kommt, malt zuerst. Also war alles so ein bisschen. Nee, war das nicht gut. Jetzt, wie war es bei Ihnen? Ja, wir haben eigentlich zur gleichen Zeit bei Dieter Krieg studiert.
Und ja, Größe war einfach das Thema. Also wenn man am Rundgang, es gibt jedes Jahr einen Rundgang in der Akademie mit einer Ausstellung, wo alle Studenten ihre Werke zeigen, und man hatte eigentlich nur eine Chance in der Klasse sein Bild zu zeigen, wenn es wirklich sehr, sehr groß war. Und dann setzte halt so ein Wettbewerb ein, wer malte das größte Bild, weil das wurde dann am besten Platz aufgehängt. Also das war witzig, aber im Nachhinein sehe ich das natürlich auch ein bisschen kritisch. Und ja, wir haben nicht, also wie du gesagt hast, wir haben nicht das Handwerk gelernt, das Handwerk der Malerei, also das war eigentlich Grundvoraussetzung, sondern wir haben eigentlich gelernt, mit Malerei zu denken. Also dass man, dass das ein Medium ist, in dem man denkt. Und Dieter Krieg als Lehrer, der hatte auch immer so eine innere Distanz zur Malerei. Also, ja, aber er hat sie geliebt, aber gleichzeitig ist er auch auf Distanz gegangen. Und nach unserem Studium haben wir diese Distanz eigentlich fallen lassen. Also das war dann, also er hat gesagt, man könnte eigentlich nicht mehr wirklich malen. Das war die Frage, in der es in seinen Bildern ging, aber wir haben dann gesagt, natürlich doch, klar. Also das hat für uns dann nach dem Studium hat man das völlig fallen gelassen, diese Idee, oder wir beide zumindest. Ja, war dann natürlich auch so Anfang der Nullerjahre, so gab es plötzlich so Maler wie diese Leipziger Schule, ja, Neo Rauch oder ich weiß nicht, inwieweit Sie die kennen, die plötzlich so unterpopulär wurden. Und die malten einfach so, wo man sich dachte, solche Bilder kann es gar nicht mehr geben. Ja? Und es ist ja oft so, dass in der Kunstwelt das plötzlich erscheint, was vorher verpönt war. Und deswegen war das so, Dieter Krieg ist dann 2005 gestorben und wir haben uns mal gefragt, was der zu unseren Bildern jetzt sagen würde, weil der hätte sich wahrscheinlich das gar nicht vorstellen können. Ja, es ist toll, dass Sie die Wende geschafft haben. Dann würde ich vielleicht da auch gleich in Medias Res gehen. Und zwar würde ich dann, weil wir jetzt geschickt sitzen zum Teil, anfangen mit Ihren Bildern und dann zu diesen von Ihnen zum Beispiel wieder mir kommen. Wenn man jetzt Ihre Bilder anschaut, zum Beispiel die beiden Innenräume, die sind ja, also auch aus räumlicher Perspektive, wenn man diesen Raum betritt, sehr, sehr räumlich, und da stecken unheimlich viele Details und man sieht, dass da jemand malen kann und dass da auch ganz viele Dinge zu sehen sind. Fangen wir mit dem Treppenhaus an. Also die Ausstellungsbesucher, die gekommen sind und schon mal die ersten Bilder im Eingang im Foyer gesehen haben, kennen dieses Treppenhaus schon von einem Bild von Simone Lucas. Da geht ein kleines Mädchen, inspiriert durch die Tochter, in einen Raum und hat Zeichnungen in der Hand. Und Sven Gruner thematisiert dieses Treppenhaus auch. Und da gibt es, finde ich, ganz viele Dinge, die in vielen seiner Bilder auftauchen. Man hat zum Beispiel die Eingangstüre mit diesen Glasfacetten in verschiedenen Farben. Man hat, da habe ich eine Frage, das habe ich nämlich erst hier hängend entdeckt, stehen ein paar Schuhe, aber die Frage gleich noch dann, da stehen ein paar Schuhe, die erinnern auch so ein bisschen an die Schuhe, die Van Gogh gemalt hat, die zum Beispiel auch im Busch-Reisinger Museum, er hat sie mehrfach gemalt, hängen, und die Frage habe ich Ihnen gar nicht gestellt. Mir fühlen die Schuhe aber eigentlich auch erst hier auf. Aber da hängen auch Bilder, Leinwände, zum Teil von den Kindern, zum Teil von Ihnen. Es gibt auch umgedrehte Leinwände, also man thematisiert auch das Malertum. Dann gibt es Bücherstapel. Bücher finden sich zunehmend auf Bildern sowohl von Sven Gruner als Simone Lucas. Man kann zum Teil die Titel lesen, aber man sieht dann auch so ein Modell, ähnlich wie wir eines im ersten Raum haben. Und sie bauen ja Modelle, um ihre komplexen Bilder zu bauen. Simone Lucas macht das auch, zum Beispiel für dieses Bild in der Mitte. Da gibt es ja auch solche Häuser. Und dann gibt es da dieses Lichtspiel. Und dann gibt es ganz oben einen Ausblick durch ein Fenster. Und Sie werden fast kein Bild, von wenigen Ausnahmen abgesehen, finden, wo es nicht irgendwo so einen Ausblick aus dem Fenster gibt, auf eine Nachbarschaft, manchmal banal, manchmal Natur. Und also auch diesen Naturbezug schafft man dazu. Es gibt aber auch die Natur in Form von so einem Miniaturbäumchen, wie man sie so bei
Miniatureisenbahnen, wovon es ja auch noch eine Reihe gibt, sieht, also auch Spielzeug der Kinder, der Teddybär, vergangene Zeiten, die Kinder sind aus dem Haus, die sind groß, und dann auch diese Wand mit diesen Löchern, wo vielleicht mal Bilder hingen, Nägel eingeschlagen waren. Also es ist ja ein sehr erzählerisches Werk. Und daneben der andere Innenraum auch mit diesem Yoda, das gibt dem Bild den Titel, der ist aus Star Wars, die Star Wars Figur, aber auch ein Schiffsmodell, ich meine von der Titanic, die auch eine große Rolle spielt und auch wieder den Ausblick aus dem Fenster ins Treppenhaus, das Licht steht viel auf der Wand, man sieht, da waren mal Bilder, die sind nicht mehr da. Und auch der Bezug Boden, die Böden spielen sowohl bei Sven Gruner wie bei Simone Lukas auch eine große Rolle. Also da ist ja wirklich eine komplexe Welt geschaffen und auch diese kunstgeschichtlichen Einspielungen, die gibt es ja auch bei ihren Eismeer-Adaptionen. Und da wollte ich fragen, inwieweit Sie sich im Studium und auch dann durch Selbststudium mit Kunstgeschichte beschäftigt haben, weil ich sehe da öfter noch so Anspielungen, vielleicht auch unbewusst einfließen. Ja, also wenn man dann so Kunst studiert und man ist dann irgendwie so 22 und eigentlich kommt man ja so eine Kunstakademie, weil man irgendwie denkt, man will jetzt Maler werden und dann sagt eine Kunstakademie erstmal, dass man über sein Medium nachdenken sollte. Und dann denkt man sich so, also was ja auch sehr richtig ist, klar. Aber wenn man so jung ist, und dann denkt man sich, man geht dann in die Kunstakademie und wird halt Maler. Und das wird dann in der Kunstakademie, werden erstmal Fragen gestellt, dass die fragen dich dann, ja, könntest du auch ein Video drehen und so weiter. Und ich weiß, dass man so eine, ich hatte so eine Unsicherheit auch in meiner Studienzeit, und ich bin eigentlich am liebsten, habe da nicht angefangen, mir so alte Kunst anzugucken, weil ich mir dachte, da muss man nicht mehr so drüber diskutieren. Ja. Also wenn Sie jetzt auf die Dokumente gehen, das steht ja zur Diskussion, da stehen ja auch Sachen, die einfach auch neu sind und dann die stehen da eben, damit man sich drüber streitet, während dann, wenn man jetzt nach Wuppertal ins Van der Heijden-Museum fährt, da hängt halt dann Jakob van Reuster, so ein niederländischer Rockmaler, und den habe ich eigentlich, also so zur Entspannung, mir eigentlich nicht mit solchen Bildern auseinandergesetzt und fand das irgendwie, also ich habe eigentlich, sagen wir mal so, als ich 18 war, hätte ich nicht gedacht, dass mich das interessiert, aber es fing mich dann an zu interessieren, weil ich irgendwie so gesehen habe, dass das halt doch wahnsinnig spannend ist, eben auch Barockmalerei, ja, dass das ja irgendwie, wenn man jetzt in Amsterdam ins Rijksmuseum geht und sich die Bilder anguckt, dann denkt man sich eigentlich, ja, das ist ja Internet des 17. Jahrhunderts, ja. Das war damals, die Leute haben sich die Bilder angeguckt und das war für die wie, wow, hier ist alles drauf, ja, also wie die Leute aussehen, die Kleidung aussieht, auf den Stühlen sieht man, was sie gegessen haben. Also daher kommt dann eigentlich so eine Faszination für alte Malerei und dann habe ich eigentlich eher so ironisch angefangen, Landschaften zu malen und habe dann eigentlich immer gemerkt, dass aus der Ironie eigentlich ernst wurde. Ja. Ich fand das dann ein spannendes Thema. Ist ja auch spannend, also Landschaft, auch heute, was das geht ja dann weiter in die Ökologie, in wie, was macht der Mensch mit seiner Umwelt und so weiter. Und insofern spielt so, sagen wir mal, Barockmalerei oder sowas, spielt eine Rolle in meiner Arbeit. Ja. Und ich habe mir einfach auch die Tricks abgeguckt. So, die Barock werden halt die Bilder über das Licht aufgebaut. Und sagen wir mal, meine Bilder, die haben halt so eine, von der Komposition so eine Spannung durchs Licht. Und das ist eigentlich sehr klassisch. Weil nicht klassisch, sondern aus der Barockmalerei machte man das auch. Und ich habe das erst ironisch gemacht, aber eigentlich inzwischen, ich gebe mir auch Mühe. Ja. Bleiben wir noch mal kurz bei Ihnen, das sieht man auch. Also zum Beispiel hier dieses Bild, da haben wir letzten Sonntag auch drüber gesprochen bei einer Führung, das heißt der Mond, und man sieht eine Eisenbahnlandschaft, so eine Eisenbahnwelt, und dann denkt man, da ist ein Ausblick und irgendwie wird da auch diese Eisenbahnwelt fortgeführt, aber der Ausblick ist ja eine Illusion, weil dieser Ausblick ist gemalt. Und es wird auch noch betont, indem sich die Ecken und Kanten des Papiers aufrollen. Also wir denken aus einem, es gibt dem Bild ja auch eine ungemeine Weite. Und dann eben auch diese Lichtquelle, das Mondlicht unbewusst da, aber auch der Hinweis auf dem Bild, die umgedrehte Leinwand, Fotografien von alten Bahnhöfen, dann dieses künstliche Licht durch das kleine Lämpchen.
und dann aber nach hinten, also wenn ich eine Führung hier gemacht habe, habe ich immer diesen fulminanten Himmel, der auch in dem Nachbarbild ist, aber auch in diesem eher unspektakulären Bild in dem Eingangsbereich. Da sieht man das Haus, was im ersten Raum als Modell steht, gemalt, aber dann entdeckt man plötzlich dahinter auch einen Zug und auch diesen dramatischen Himmel, den es vielleicht bei Ihnen im Allgäu öfter gab, aber der natürlich auch im Barock manchmal auch vielleicht eine Bedeutung hatte. Und dann sieht man, wie komplex das gebaut ist. Und da, wenn Sie vielleicht nochmal erklären, wie Sie das machen mit Ihren Modellen, Planungen, Vorskizzen, weil das kann man ja nicht einfach so malen und dann funktioniert alles. Das ist ja schwierig. Also ich gehe erstmal kurz drauf ein, wie ich überhaupt dazu komme, weil das hatten Sie gerade gefragt, aber ich bin nicht auf die Frage eingegangen. Also ich habe eigentlich dann eben diese Landschaftsbilder gemacht, wieder hinten den Blitz. Und es sind eigentlich 1:1 Bilder, also was könnte es geben, sowas kann man sehen. Und irgendwann hat man ja vielleicht so 5 Jahre so Landschaften gemalt, hat man alles, was man spannend findet, durchgemalt. Und man kommt nicht weiter. Und dann habe ich eigentlich festgestellt, dass ich für diese reinen Landschaftsbilder, habe ich immer diese Modelle im Atelier gebaut. Ja, ich habe so Häuser zu Hause und so Modellzüge und habe dann eigentlich einfach diese Ateliersituation gemalt. Wie jetzt zum Beispiel hier oder auch da hinten mit dem Schiff und dem Eisschollen. Also ich hatte mal so Eisbrecher im Eismeer gemalt und das da hinten ist ja eigentlich die so eine Modelllandschaft für so einen Eisbrecher. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass ich löse natürlich eigentlich diese klassischen Bilder auf und es gibt aber eigentlich, also ich führe die ganzen Bilder zurück auf die Herkunft, wo man, also man kann sehen, wie sie entstanden sind. Und gleichzeitig entsteht aber was Neues, was viel mehr Optionen hat. Ja. Also die Landschaft ist ja noch da, aber es gibt viel mehr Wege, viel mehr Deutungsmöglichkeiten. Und jetzt zu der Frage, die Sie gestellt haben, wie ich das mache. Ich baue mir das eigentlich so, also ich baue mir diese Welten so auf. Ja. Also zu der Zeit, als meine Tochter so 15 war oder noch jünger, habe ich eigentlich mal gesagt, mach mal, und dann haben wir so eine Welt aufgebaut, die sagt, ja, ist gut, und dann macht man sehr viele Fotos und guckt dann diese Fotos durch und sieht dann vielleicht bei irgendeinem Foto, also das Foto sieht natürlich nicht aus wie das Bild, aber dann sieht man so ein Foto, aha, da setzt sich jetzt die Zuglinie hier vorne links weiter nach hinten durch und es gibt so eine wahnsinnige Weite und ja, so könnte das Bild was werden. Und dann benutzt man diese Fotos für das Bild, wobei das Foto nicht so aussieht wie das Bild, weil das Licht, was Sie auf den Bildern sehen, eigentlich immer unlogisch ist. Also hier sehen Sie eigentlich ein Mondlicht, was auf diese Landschaft im Vordergrund fällt, durch ein Fenster, was Sie jetzt nicht sehen können. Das Fenster ist ungefähr da über dem links hinten über den Betrachter und Sie sehen auch so unlogische Löcher, Lichtlöcher in dem Boden. Ja. Und das ist eigentlich ganz schön, sowas, man malt sowas und man glaubt es immer, auch wenn es gar nicht stimmt. Ja. Also der Titel Der Mond bezieht sich auf dieses falsche Mondlicht, was auf das Modell fällt. Vielleicht bezieht sich der Titel auch auf die Lampe. Kann man so oder so sehen. Genau, also ich baue mir diese Welt so eine Art Struktur, dass ich die einzelnen Details habe und das, was dann beim Malen dazu kommt, ist eigentlich die Atmosphäre. Ja, sonst könnte man ja sagen, du kannst ja einfach das Zimmer ausstellen, wo dieses Zeug rumsteht. Und durch das Malen, da passieren halt noch so Sachen, die bei den gebauten Modellen nicht so sind, nämlich das wachsen Sachen aus dem Boden oder ja, einfach so die Veränderung, was dann die Malerei kann. Also so, deswegen wird es eigentlich gemalt, weil es dann immer noch so ein Abenteuer gibt. Ja, und da haben Sie ja auch mal den schönen Spruch von Lukas gesagt, dass im Bild nicht wie in der Wirklichkeit alles nacheinander da ist, sondern im Bild ist alles zugleich nah. Und man kann es dann so aufdröseln. Ich würde aber, gleich auf Ihre Bilder kommen, ich würde vielleicht noch die Steigerung dann noch vorstellen bei Ihrem Mann und dann kommen wir zu Ihnen. Sie haben das ja dann auch nochmal immer mehr forciert, also gerade hier auch in diesem Raum. Wenn man sich Ihre relativ junge Arbeit aus dieses Jahr, Anfang 2023 fertig geworden, den Bahnhof Krefeld anschaut oder aber etwas zuvor den Helios. Vielleicht fangen wir erst mit ihm an. Also ein breit gefülltes Bild, kein
Fenster, aber eine umgedrehte Leinwand, eine Glühbirne, die auch ein Zitat der Kunstgeschichte ist, die die Szenerie beleuchtet. Und dann gibt als Vorbild für diese Eisscholle, das ist eine Anspielung auf das Bild von Caspar David Friedrich, das Eismeer, da sieht man Eisschollen, aber am Rand ist der Untergang eines Segelschiffes zu sehen, aber das ist fast schon untergegangen. Und Sie haben das ja nachgebaut mit Pappe und anderen Utensilien, diese Eisschollen, aber Sie haben auch die Eisberge, die in dem Originalbild ganz schwach zu sehen sind, die haben Sie sehr komplex nachgemalt und nachgefunden und neu erfunden. Und dann diese vielen Bücher, die man sieht, die Wellpappen welken. Und also das ist ja ein fulminantes Bild, wo man sehr, sehr viele Details sieht und wo man ganz lange schauen kann. Und es ist ja immer komplexer geworden. Und hier ist es auch so, man hat eine Landschaft, weil Sie die Barocke im Lichtverhältnis erwähnen, nach hinten zieht sich das ja ganz in die Tiefe. Und da hat es also auch eine ganz große Weite. Aber dann sieht man auch dieses Tonnengewölbe, da sieht man auch im Mondlicht viel künstliches Licht. Und das ist alles sehr glaubwürdig und dann ist quasi in der unteren Hälfte dann eine irreale Welt, die das betont, dass es vielleicht Malerei ist, wo sie dann diese Pappelberge haben, Bücher, die sie wieder zitieren und dann diesen kleinen Mann, der vor dem Stellwerkhaus auf einer dreieckigen Pappe steht, da fragt sich nicht, wer ist das und geht er dann über die Pappen zu diesem Gebäude. Und überhaupt diese Bücher, also das habe ich ja schon erwähnt, das ist ja etwas, sie sind beide Leser, schauen kein Fernsehen. Und also diese Bücher spielen ja eine immer größere Anwesenheitsrolle in den Bildern. Und da steckt ja auch mit diesen verschiedenen Facetten, was schon in dem Eingangsbereich mit dem Gewächshaus ist, wo man auch diese verschiedenen Glasscheiben hat, wo manche dann auch wie ein Stück abstrakte Malerei wirken. Und dann aber auch wieder dieses Glas wiedergeben. Also da steckt ja schon sehr viel Gedankenarbeit in so einem Bild und auch natürlich in dem Helios, finde ich. Und wie lange dauert so ein Bild? Das ist ja sehr komplex. Also, wie lange die dauern, ist eigentlich, je mehr drauf ist, desto länger dauert es. Also ist relativ, das heißt aber nicht, also dieses Blitzbild ist dauert vielleicht eine Woche, ja? Dann male ich einen Tag den Himmel und dann male ich dann jeden Tag unten was oder vielleicht dauert es eineinhalb Wochen. Und das dauert irgendwie lange, weil ich in diesem Gewölbe dann so lange rumformel und ich ärgere mich dann immer, weil, also wenn man lange ein Bild malt, heißt es nicht, dass es besser ist. Aber es ist halt manchmal einfach so, das was drauf ist, muss man halt dann malen und dann wird es halt auch nicht blöd aussieht, muss man sich halt auch Mühe geben. Und also diese, ich kann mal allgemein zugehen, irgendwann finde ich, diese Kartonsachen haben auch was zu tun mit den Modellen, weil, also das sind so Fallerhäuschen-Modelle, die hatte ich früher, aber irgendwann wollte ich so speziellere Häuser, da vorne kann man so eins sehen, da draußen. Und dann habe ich dies mit diesem Karton angefangen und die so zum Spaß selber gemacht, das macht wahnsinnig viel Spaß, weil das hat so was wie Bastelstunde halt. Ne? Und dann habe ich halt, beleuchtet man diesen Karton mit so einem Licht und dann sieht das so, das hat dann einen wunderbaren Effekt. Ich weiß nicht, das hat so was Reales und so was Warmes und dann habe ich eigentlich irgendwann wahrscheinlich gedacht, das sieht aus wie Caspar David Friedrich. Also Caspar David Friedrich, da gibt es dieses Bild, das Eismeer und dann lag da dieser ganze Kartonschrott zu Hause rum. Also ich tue jetzt ein bisschen ausformulieren, es war vielleicht wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber dann sagte ich zu meiner Frau, ich male jetzt Caspar David Friedrichs Eismeer aus Kartonstücken und dann meintest du so ähnlich wie mach, was du nicht lassen kannst. Und dann habe ich das gemacht und es ist eigentlich, weiß nicht, man weiß dann auch manchmal, wenn ich jetzt so, ich kann es nicht genau sagen, warum, weil ich das irgendwie eigentlich mir dachte, vielleicht hat Caspar David Friedrich auch so ein Modell gehabt, weil der war ja auch nie im Eismeer. Ja? Also es gab ja nicht mal Fotografie zu der Zeit. Und seine Eisschollen sehen eigentlich auch nicht aus wie Eisschollen. Und im Grunde habe ich dann dieses Bild nachgebaut. Und man sieht so ein bisschen natürlich, dass sie ein bisschen Globalisierungskritik kriegen. Das sind dann so Schiffscontainer. Und diese Kartons sind natürlich auch so Amazon-Kartons. Da kommt dann noch so ein Aspekt rein. So, ich meine, ich glaube, wir alle bestellen bei Amazon und wissen, dass es eigentlich nicht gut ist. Und so
Sowas spielt dann in so Bildern so mit, so mehrere Ebenen. Und hier, das ist mein Sohn. Also ich habe es früher mal nicht gemalt, aber irgendwie mein Sohn sieht irgendwie besser aus. Und Krefeld ist ein unglaublich trister Bahnhof und es hat jemand, der den Zug verpasst hat. Oder vielleicht kommt der Zug, kommt noch einer oder so. Sowas kennt man ja, so am Bahnhof warten und auf so Stellwerkhäuschen gucken. Die sind ja auch interessant, die gibt es ja auch überall. Hier sieht anders aus und ist halt so ein Reisesehnsuchtsbild, aber man weiß natürlich nicht, ob das jetzt alles in die Brüche ist. Oder ob das ist auch eine Landschaft hinten. Ja, ja. Also wir haben eine Landschaft und diese, ja, ja, dieser kleine Hase, der taucht ja immer mal wieder auf. Stefanie Smann, der war lange der Kurator der neuen Pinakothek, hat ganz lange gekrümmt während der Führung. Kam dann auf die Idee, ob sie da auch Alice in Wonderland verarbeiten, das Mädchen, das in der verkehrten Welt landet. Also, spielt das da eine Rolle, der Hase, manchmal kommt ja auch der Wolf zu. Also der ist bei diesem Schiff, bei diesem Bild mit diesem Kaspar der Friedrich, ist das ein deutscher Schiffer, der wahrscheinlich auf dem Schiff war. Ah, okay. Es gibt schon immer so ein, es ist nicht irgendwie beliebig, also ich kann jetzt da nicht einen Elefanten hinmalen, das hätte keinen Sinn. Aber es gibt natürlich Hasen, die laufen nach rum und der Hase ist natürlich auch so ein Symbol fürs Zaubern vielleicht. Ja? Also dass die Malerei eigentlich eine Zauberei ist und dass es eine Illusion ist. Also gut, das kann man jetzt immer sagen, das ist jetzt nicht so speziell, aber also Kaninchen laufen im Rheinland ein Leben war rum und das war Kaninchen mit Leberlohren. Also ich kann vielleicht, nein, ich finde der Hase, das kennt ja das andere. Es ist natürlich tatsächlich so, das ist jetzt für die Kunstgeschichte meistens schlecht, aber manchmal muss man auch das wohin malen, weil noch was fehlt. Dann muss man halt gucken, dass es nicht doof wird und wahrscheinlich ist deswegen der Hase da. Okay, aber manchmal oben gibt es ein Bild, das finde ich auch sehr spannend. Das ist ein Fensterausblick und da sieht man diese Grünpflanze, so ein Gummibaum, der öfter bei Ihnen zu sehen ist. Und da ist alles sehr realistisch, außer dass in der Tapete plötzlich auch nochmal so eine Art Ikone auftaucht. Und da sind diese Ausschnittfigürchen ihrer Kinder oder von wem auch immer. Und plötzlich, also ist alles stimmig und dann steht da draußen ein Wolf und ein Saurier. Und dann wird es ja auch wieder zur Illusion dadurch eigentlich. Ja, da oben ist natürlich, das Bild da oben habe ich an dem Tag gemalt, als Putin in die Ukraine marschiert ist. Und da ist ein Krokodil und dahinter ist eine umgedrehte Europakarte und rechts davon steht ein Hase, der sich versteckt. Und wenn Sie das angucken und dann oben hängen die ganzen Affen im Baum, genau, und verstecken sich vor diesem Krokodil. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass man das so lesen muss, aber die Bilder sind natürlich nicht mit so Story oder so, aber es ist auch nicht beliebig im Kindergarten. Nee. Es ist immer so ein bisschen spielerisch, aber man kann dann schon auch noch mehr drin sehen. Ja, und man kann vielleicht auch noch viel mehr entdecken, wie sie selber praktisch sehen, weil man selber, jeder bringt ja auch seins mit seinen, ja, Assoziationen. Und jetzt nochmal zu Frau Lukas zu kommen, da ist das ja auch so. Da sehen wir zum Beispiel den schon erwähnten Pubertieren in diesem übergroßen Apfelbaum im Verhältnis zu der darunter liegenden Landschaft, der sich also wegträumt in eine andere Realität oder in eine Meta-Realität. Und dann rechts und links wird es ja noch fulminanter. Da haben Sie ja Szenen, die im Wald spielen. Und im Katalog habe ich auch erwähnt, dass Simone Lukas Frauen vom Glück, haben Sie mal gesagt, wäre ein Atelier im Wald. Und ich finde diese Arbeiten sehr beeindruckend, zum Beispiel die Philosophen. Dieses Bild, da sehen Sie zum Beispiel diese Pilzmenschen, die sich später auch verselbstständigen, ohne auf einem Fliegenpilz zu stehen. Aber hier stehen Sie oder wachsen Sie aus einem Fliegenpilz in einem Kostüm, in einer Kostümierung wie der Fliegenpilz. Und es liegt ja interessanterweise auch ein Pilz-Deutungsbuch auf diesem Bild. Aber es gibt auch noch philosophische Bücher. Einmal die Biografie über Wittgenstein und ein Werk von Platon. Und es gibt dem Bild den Namen Philosophen. Aber wenn man sich zum Beispiel dann auch diese Bäume, wie die gemalt sind, da fallen einem ja auch verschiedene Maler ein, die eben solche Bäume in expressionistischer Manier gemalt haben. Und da stecken auch, wie bei Ihnen, sehr, sehr viele Details. Auch Kunstgeschichte steckt da drin.
Und dann hängt bei Ihnen zwischen den Bäumen dieses Fenster, ähnlich wie hier zwei Fenster. Und wenn Sie mal erklären, wie da so eine Bildfindung zusammenkommt und ob Sie da auch vielleicht Landschaften von Expressionisten oder anderen Malern zitieren, unbewusst oder bewusst? Also generell ist das bei meinen Bildern so, dass die eigentlich einen sehr langen Vorlauf haben. Also man hat, glaube ich, jahrelang irgendwas im Kopf, was man malen möchte, aber noch nicht kann oder wo einem irgendwie die Mittel zu fehlen oder noch zu fehlen oder der Schlüssel, aber man hat so ein inneres Bild und irgendwann sieht man was in der Außenwelt, wo sich dieses innere Bild so einhakt. Also man sieht irgendwie ein Foto, was jetzt irgendwie das Grundgerüst sein könnte für ein Bild. Und irgendwann nach Jahren haken sich dann verschiedene Ebenen zusammen und dieses Bild, was man noch nicht so ausformulieren könnte, konnte bis dahin, dass irgendwie entwickelt sich das dann zu einem bestimmten Zeitpunkt und da kommen irgendwann nach langem Warten kommt das dann zustande und das hat ganz viele Ebenen. Also ich wollte ewig was mit Pilzen machen, weil wir gerne Pilze sammeln. Also wir sammeln gerne Pilze und ich habe immer gewusst, vor 10 Jahren schon irgendwann, du hattest glaube ich auch im Studium schon mal Pilze gemalt, aber ich habe gewusst, irgendwann mache ich auch was mit Pilzen, weil ich das einfach so toll finde. Und Fliegenpilze ja sowieso, die sind ja optisch auch, das ist ja einfach so ein Erlebnis, Pilze im Wald, die da stehen, sehen einfach super aus und ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, dass zu malen und irgendwann kam ich auf die Idee mit diesen Mischwesen, also dass Menschen sich mit der Natur vermischen. Da gibt es ja auch in der Nische eine ganze Wand mit diesen Mischwesen und da sind diese Pilzwesen entstanden, unter anderem auch. Und dann hatte ich diese Pilze als Wesen und ich wusste, dass ich damit dann auch ein größeres Bild machen kann. Und die Raumsituation habe ich dann, also der Gedanke war eigentlich so ein Außen und ein Innen zu haben, deswegen ist das Fenster im Wald. Ja. So, also es ist ein Außenraum, und also der Wald ist in uns oder innen oder im Haus und das war eigentlich so die Bildidee. Ich habe mir dann auch angeguckt bei anderen Malern, wie die Bäume. Also da ist natürlich so ein bisschen Expressionismus auch drin, aber das war jetzt nicht das Hauptding. Ja, aber es ist toll, das ist ja. Ein Spiel. Oder auch hier, also wenn man das sich anschaut, hier diesen, ich kann mir nicht weg. Also da sehen Sie ja zum Beispiel diesen Bär, den Tisch, die Pilzmenschen, die jetzt auch immer noch auf so einem Pilzfuß stehen. Natürlich auch ein Buch, wie man auf Französisch, wie man seine Kinder erzieht. Aber auch Fuchsschnecken, also fulminant, und die Fenster hängen da eigentlich so. Es hat auch so was von dem Kirchenfirmament durch dieses Blaue, aber sie hängen ja eigentlich in den Nachthimmel und es ist toll. Und ähnlich geartet in der kleinen Nische, die sollten Sie sich unbedingt anschauen, das sind mehrere solche Waldbilder noch. Das sind eigentlich, finde ich, gemalte Collagen. Weil das sind eine Unzahl von Bildern im Bild, ein Bär und dann das Waldstück und Menschen oder der Kollektor, da ist ein Biedermeier-Kommode, ein Tonetstuhl, der auch in dem Bild vom Treppenhaus im Eingangszimmer zitiert wurde und dann quillt alles über und die Pilze wuchern, also da passiert ungemein viel und ich finde auch in Ihrem Oeuvre passiert so viel. Gerade diese Doppelwesen finde ich sehr spannend, weil man kennt Doppelwesen aus der Kunstgeschichte, die Sphinx oder Nixen, die haben ein Fischleib und einen menschlichen Kopf, die Sphinx Löwenleib und Kopf, aber hier gibt es dann Wesen, die miteinander verschmelzen, da haben beide ihren Kopf, ihren Körper und vielleicht die gleiche Kostümierung, wie hier diese Hemdlosenfrau gestreift, mit dem gestreiften Hemdlosenkleid. Also das sind so spannende Bildfindungen und was ich auch spannend finde, dass Sie auch immer wieder etwas Neues kreieren und dass Sie ja auch noch ein schreibendes alter Ego haben, die Erma Klotz. Wie kam es denn zur Erma Klotz?
Ja, also das ist eine Figur, die ich erfunden habe, um zu zeigen, dass es praktisch eine Verbindung zwischen den einzelnen Bildern gibt. Also es gibt noch so eine Metaebene, wo die Bilder eigentlich herkommen, und das sind dann auch oft noch keine Bilder, sondern Sätze, die irgendwie so aus dem Off kommen, und dass die Frau ist irgendwie eine Poetin oder Schriftstellerin, und da kommen so erratische Sätze, und das sind oft die wie so Keimzellen für die Bilder, und die Sätze sind Jahre vor den Bildern da. Und die sortieren Sie sich ja. Die sind so locker notiert, und irgendwann habe ich da auch so ein kleines Buch mitgemacht, wo das drin aber steht. Das ist sehr spannend, da sollten Sie sich auch dieses Buch I Think anschauen von Simone Lucas, weil es sind ja auch richtige Gedichte, oder was Sie da gesammelt oder geschrieben haben, und es ist eigentlich auch sehr spannend, und auch diese vielen Welten, wie Ihr Mann, also dass Sie so viele Welten haben und dass es diese Überlappungen gibt, aber doch jeder so auch so sein ganz eigenes hat und auch immer weiterarbeitet. Das finde ich eigentlich auch sehr spannend. Ich würde jetzt auch dem Publikum gern ermöglichen, noch Fragen zu stellen, und dann können wir ja noch vielleicht gemeinsam mit Ihnen ein paar spannende Bilder betrachten. Fand ich euch ganz gut. Hat jemand noch eine Frage speziell? Okay, Stefan, ja. Ich wollte noch mal auf dieses Zitat, hört mich an? Ich wollte mal auf dieses Zitat zu sprechen kommen, du hast es schon kurz zitiert, von Erna Klotz. Im Bild ist die Zeit flach, es ist alles gleichzeitig da. Als ich dieses Zitat gelesen habe, dachte ich mir, das ist so genial. Das ist ein kurzer Satz, in dem die Essenz einer guten Malerei drinsteckt. Verschiedene Ebenen, verschiedene Zeiträume, Ideen, die sich sammeln über Zeitraum. Ich habe das nie beschreiben können. Das ist so ein Gefühl, wenn man vor einem Bild steht, was eben diese verschiedenen Ebenen hat. Man kann beschreiben, was man sieht, und man kann kunsthistorische Zusammenhänge sehen und so weiter. Aber die Essenz, was wirklich auf dieser Fläche dann zu sehen ist, das ist dieser Satz. Also ich habe das hier auch gesagt, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist es. Ja. Und Sie haben das genau in Worte gefasst. Das finde ich grandios. Und auch der Satz, den wir ja auch zitieren, das Bild ist größer als seine Fläche. Da ist ja viel mehr da. Und es wirkt ja auch nach. Und so wie Sie sagen, dass Sie da eine Inspiration haben, irgendwann vor Jahren oder auch Sie, und dann verdichtet sich es und kommt zum Bild. Und dann fließt da ja so viel ein. Und Sie sagen ja auch, irgendwann müssen Sie das Bild loslassen. Dann ist es fertig, und dann ist es auch unabhängig von mir, und dann kann es auch interpretiert werden, wie auch immer. Das, die Kunstgeschichte ist ja bekannt dafür, was man da alles drin sehen kann. Je älter ein Bild, je mehr sehen wir. Aber es gibt schon immer auch Gründe, warum man etwas so interpretiert, oder vermeintliche Gründe. Aber das hat ja dann ein Eigenleben, wie natürlich auch ein Artikel oder ein Buch hat ein Eigenleben, wird ja auch interpretiert, und jeder bringt ja auch sein Wissen und Kenntnis mit. Aber ich finde auch, dass Sie das so gut erklärt haben. Das sind wirklich ganz tolle, prägnante Sätze. Und jetzt bei Ihnen, das ist ja wahrscheinlich so eine malerische Keimzelle, wo immer noch mal neue, wo Sie sich auch gegenseitig inspirieren. Wie ist denn der Alltag so zusammen als Maler? Also, ich find's gut. Also, sehen Sie auch, gucken Sie auch jeden Abend, was der andere gemacht hat, oder sprechen Sie drüber? Ja, schon, gell? Ja. Das bietet sich auch an. Es ist also schon ein enges, ist relativ, aber nah beieinander liegen die Bereiche in dem Atelier. Aber ich denke, es ist sogar gut, wenn man so einen Austausch hat, ein Counterpart, wo man immer auch wieder drüber sprechen kann. Viele, die nur alleine vor sich hin wursteln, ist ja auch manchmal nicht so erquickend. Also insofern denke ich auch, die Konstellation ist gut. Ja, alleine, ich weiß nicht, es gibt ja viele Leute, die, also wir waren ja zuvor in so einem 6-Personen-Atelier, in so einer Fabrikhalle, und die anderen haben, glaube ich, eher mal gelitten, weil die eher gern alleine gewesen wären. Und ich war immer froh, wenn jemand anders kam. Es geht schon um die Musik, die man anhört. Ja. Dann kommt ja
immer eine andere Schallplatte mit. Und das ist echt gut, weil dann den ganzen Tag malt, ich wechsle immer alle Stunden den Radiosender. Und es ist einfach auch, wenn man jetzt ganz alleine malt, dann ist es auch ein einsames Geschäft. Also insofern bin ich auch froh, dass wir so zusammenarbeiten. Und man hilft sich auch, also man die ganze Zeit eigentlich. Oder man hat eine Idee und dann fragt man so, meinst du, das ist jetzt blöd oder findest du das ganz gut? Also ganz simpel eigentlich. Ja, das ist gut. Und das ist einfach dann auch, dann sagt der andere nie super und oder man, ja genau, finde das gut. Und waren die Kinder, als sie noch im Haus waren, auch immer so mit einbezogen in die Diskussion über die Bilder oder? Also ich frage manchmal, also so, dann ist natürlich auch mal so, jemand, man malt was und dann findet es irgendwie nicht gut und dann frage ich Simone und sie weiß schon, wenn sie jetzt auch sagt, sie findet es nicht gut, dann ist der Abend gelaufen. Also dann sagt sie meistens so, nee, ist gut, weiß gar nicht, was du hast. Und dann weiß ich schon so, es wird dann nicht besser. Und dann frage ich meinen Sohn, ja, und die wissen auch schon, wie das Spiel läuft. Und nee, klar, also wir fragen auch mal die Kinder. Also früher habe ich die Kinder nicht gefragt, weil ich fand das immer spitze. Und jetzt ist mein Sohn ist 21 und der sagt eher so ein technisch, mein Sohn ist so technisch und Perspektive und der zeichnet auch und der hat dann so einen Perfektionismus zeitweise gehabt, der kommt dann sofort und sagt, hier stimmt die Perspektive nicht. Und da weiß ich aber, das kann, weiß das auch richtig einzuordnen, dass der halt so, dass die Perspektive ja auch nicht stimmen muss, aber er ist da so ganz spezialisiert drauf. Ja, ich habe eine Frage zu dem Titel Simulacrum. Was sagt ihr Ihnen einzeln? Wie kamen Sie gemeinsam auf diesen Titel? Hat der was mit dem französischen Philosophen Jean Baudrillard zu tun? Nee, also der bezieht sich, ja, wie war das eigentlich? Mir ist das so eingefallen, weil ich dachte, das passt ja irgendwie, das passt zu uns beiden, aber das bezieht sich nicht auf irgendwas Spezielles, sondern einfach ganz allgemein auf die Bedeutung, dass etwas, womit man sich ja als Maler rumschlägt, dass man da irgendwas Ähnliches schafft, was der Realität ähnlich ist, aber was nicht real ist und dass es natürlich gleichzeitig, also Ähnlichkeiten zwischen uns gibt. Ja, und wir hatten, ich weiß nicht, sie kam glaube ich später oder so, kann das sein? Weil wir hatten es am Anfang erklärt, Simulacrum hat ja auch Wortbestandteile wie Simul, gleich. Also es gibt ja viele gleiche Dinge bei Sven Gruner und Simone Lucas. Und simultan diese verschiedenen Bedeutungsebenen, die eben gleichzeitig im Bild sind, was ja auch im Bild ist alles gleichzeitig da. Also da ist ja vieles präsent in einem Bild. Also man kann es auf vieles anwenden und ich finde es eigentlich einen sehr gelungenen Titel und auch einen, wo man nachdenken muss, weil man weiß ja in aller Regel eigentlich gar nicht, kein gebräuchliches Wort, also man hört nicht jeden Tag Simulacrum, es macht auch so ein bisschen neugierig und man liest dann mal, was bedeutet das eigentlich, also so ein ähnlicher Gegenstand, ein Abbild, ein Trugbild und dann kommt man so ins Grübeln und ich finde, es lässt sich aber auf verschiedenste Weisen sehr gut anwenden auf diese Bilder, also ein idealer Titel für sehr gut. Überhaupt eine fulminante Ausstellung. Ich habe, als ich den Titel gelesen habe, und wir jetzt gerade von dem Titel reden, habe ich ehrlich gesagt an einen Zauberspruch gedacht. Nun muss ich sagen, dass ich Ihre Bilder schon beide so ein bisschen kannte vorher. Also nicht, dass ich jetzt wusste, was mich erwartet, aber ja, der Stil war mir bekannt oder ich habe schon Bilder gesehen, sage ich jetzt mal. Und da habe ich Simulacrum, da wie an Harry Potter und so einen Zauberspruch gedacht. Und das passt ja auf eine gewisse eigenartige Weise auch ganz gut zur Erklärung. Da gibt es ja diverse Worte, die Rowling erfunden hat, die diese Zaubersprüche sind. Und das passt eigentlich auch. Dieses Simulacrum hätte genauso gut ein Zauberspruch sein können. Dieses wunderliche, märchenhafte, was in den Bildern ja auch durchaus vorkommt, passt eigentlich auch ganz perfekt zu diesem Titel. Ja, also ich finde ihn auch sehr gelungen, kurz, knackig, neugierig machend und ja. Sollen wir jetzt noch vielleicht gemeinsam so ein paar Bilder aussuchen, die Sie vielleicht gern erklären würden? Wie Sie wollen. Ja, oder wenn Sie... Entschuldigung. Sie haben ich habe 500.000 Fragen, aber ich begrenze es auf eine. Sie dürfen auf zwei. Weil das ist das, was ich am spannendsten fand. Also ich schaue mir sehr gerne Bilder an, ich schaue sie mir an und dann
schön. Ich bin keine Künstlerin, also ich bin ganz normal. Ich sehe die Bücher, ich denke, oh super, und gehe dann vorbei und denke, was gibt es jetzt zu essen? Und so, so, jetzt kann ich dann die Niere aufstellen. Da bin ich dann hier, habe ich hier angefangen. Oh, da muss ich wieder zurück. Dann bin ich da gegangen und wieder zurück. Da habe ich gedacht, das bringt alles nichts. Kommt so ein paar Mal. Und jedes Mal, wenn ich komme, sehe ich immer wieder was Neues. Wenn Sie so Bilder malen, haben Sie ja gesagt, das reift manchmal während Jahren, wo Sie sagen, ich möchte gerne ein Bild malen. Oder Sie sagen, Sie basteln, Sie setzen sich das zusammen. Sind Sie da in einer, wie soll ich sagen, unter Druck, dass Sie sagen, dass Sie voll gestresst sind, jetzt das auseinanderzusetzen und doch machen Sie jetzt ein paar Sachen drauf und machen morgen wieder ein paar Sachen drauf und dann fotografieren Sie es. Oder sind Sie gestresst bei den Bildern, weil Sie haben ja so viele Sachen. Ein normaler Mensch kann das ja gar nicht alles an einem Tag da. Sie wissen, was ich meine. Ja? Also nicht gestresst, also... Ja, Sie sind doch nicht gestresst. Aber es könnte ja sein, bei einem Bild. Es ist natürlich immer die Frage, man hat ein Bild im Kopf und dann fängt man das an. Und man hat die ganz tolle Idee und man hat so Dinge gefunden, die man zusammenbringen kann. Und man hat jetzt was vor und stellt sich vor, wie toll das wird. Und es besteht natürlich immer die Gefahr, dass das nicht klappt. Oder man wird enttäuscht, man möchte irgendwas malen und es klappt doch nicht. Oder es ist eine Zeit lang gut und dann geht es in die falsche Richtung. Und das kann einen natürlich schon stressen. Also es besteht immer die Gefahr, dass das nichts wird. Also das kommt auch vor. Und dann ist man dann vielleicht auch gestresst, weil es nicht klappt oder weil es erst ganz lange nicht klappt. Und dann klappt es, macht man. Aber irgendwie findet man den Dreh doch und es gibt eine gute Wendung. Aber es ist natürlich schon so eine Spannung da, weil es kann schief gehen. Also das ist natürlich drin, ja. Und dann... Aber ja, wir malen ja jetzt auch schon lange und wir haben so Mittel gefunden, damit umzugehen. So, also es wird schon irgendwie, man weiß dann mit der Zeit, es wird schon irgendwie werden. So. Ja, weil, also ich habe sie ja vorher noch nie gesehen und habe ich gedacht, das sind aber zweimal, lieber Mann, da ist aber Feuer im Haus, gell? Und ganze Details und so. Ne? Und dann kommen sie ganz gechillt hierher und dann denke ich, wie kann man. So, ja, so verrückt mal. Wenn man die Bilder hier hängen, dann ist es ja geschafft. So. So, die nächste Ausstellung muss geschafft werden. Das, also, ja, aber die Ausstellung haben wir ja geschafft, deswegen können wir auch entspannt sein. Ja. Wir sind auch schon seit gestern hier. Schön, ja. Hey, was ich sagen wollte, Sie malen ja etwas weniger Bilder, glaube ich, als Sie, weil Sie ja diese vielen Details haben. So 10 bis 12 haben Sie mal gesagt, oder 15 im Jahr. Größere natürlich jetzt. Und Sie, auch mit den kleineren Bildformaten, die auch ungemein spannend sind, und gerade auch diese Motive von diesen Personen, die dann die Wurzeln haben. Man könnte es auch andersrum wie einen Baum dann hängen, wie diese Wurzeln. Das sind auch spannende Motive bei Ihnen. Also die kleineren sind ja auch neueren Darstellungen. Also ja. Ich denke, Sie können ja auch mal eine Arbeit wegstellen und irgendwann haben Sie eine Idee für die nicht so gute, denke ich. Das ist wie wenn man was schreibt und es gefällt einem nicht, dann fängt man halt irgendwann wieder an. Also, das ist eigentlich bei allen kreativen Berufen so, denke ich. Ja, man hat halt Angst, dass man es, man fängt halt an und es ist, der Himmel ist super und es läuft und du stellst dir das gut vor, ja, so wie Simone sagte. Und am Schluss kommt immer ein Detail, das muss dann auch sitzen, und wenn man das irgendwie verbockt, dann ist man halt falsch abgebogen. Und das ist man, also passiert mir nicht mehr so oft, weil man das schon so weiß, so, dass man aufpassen muss. Und auch man muss immer so gespannt sein und auch aufgeregt sein, wenn man zu routiniert wird und denkt so, ja, ich male die Woche noch, dann fahre ich in Urlaub, dann wird es immer schlecht. Also es muss, und das ist so ein bisschen schwierig, also dass man natürlich auch, man kann es halt nicht so nüchtern wie einen Beruf machen. Also das ist natürlich der Beruf, aber man kann natürlich auch, wenn man nur routiniert ist, ist nicht gut, aber man kann die ganze Zeit Drogen nehmen, das geht auch nicht. Man muss nicht, also man muss so irgendwie gepusht sein, aber nicht, man lernt das mit der Zeit. So, ja. So. Also dass man natürlich muss man irgendwie Feuer haben und Spaß und Freude, aber
gleichzeitig das irgendwie auch im Griff haben. Ja, aber bei Ihnen finde ich auch besonders spannend, bei Ihnen beiden, dass Sie sich nicht auf einer Motivgruppe, ich würde mal sagen, ausruhen. Und das dann, es gibt auch Künstler, die haben dann mal ihr Ding gefunden und das variieren sie dann noch ein bisschen, mal größer, mal kleiner, andere Farbtöne, aber dann wird es doch öfter gewählt. Da passiert immer wieder was Neues und das finde ich auch spannend, wiewohl sie ja schon so lange als Künstler tätig sind, dass dann da doch nochmal, vielleicht auch von einem Motiv ausgehend, nochmal neue Ideen kommen. Sie haben ja diese Frachter gemalt, wie Niemandsland stranden in so überfluteten Auen wie hier. Und dann diese Schiffe in irgendwelchen Vitrinen wieder auftauchen oder als indirektes Zitat in dem Bild. Und vielleicht haben Sie dann wieder ein E-Tüpfelchen, wo Sie sich aufhängen und wieder was Neues kreieren. Also da ist schon, und bei Ihnen auch, mit diesem Doppelwesen, mit dem Lebewesen, und diesen vielen neuen Motiven, diesen überquellenden Waldräumen, das ist schon sehr spannend, was da am Anfang war es ja, waren es ja weniger viele Motive in einem Bild. Und ich denke, da kommt auch noch einiges. Sie bleiben bestimmt jetzt nicht bei den Bahnhöfen stehen. Und, aber dann würde ich sagen, gehen wir doch durch die Ausstellung vielleicht noch von Habila. Und ich wollte die Besucher, die interessiert sind, einen signierten Katalog auch zu kaufen. Das ist möglich, also Sie würden die ja auch signieren beim Kaufen und dann die gibt es hier. Also das ist auch ein spannender Katalog und ein erhellender.